Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ich habe mir wieder ein Renault geschnappt. Wer ist sie? Ach so. So sieht die Karre von außen aus. Ein bisschen mit Airbrush versehen. Und einen Auftrag habe ich auch schon und den holen wir jetzt mal ab. So. Ja, ich habe heute ein bisschen Kopfschmerz. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Schon Tablette genommen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie ich euch begrüßt habe. Aber egal. Müssen wir durch, was nicht tötet, härtet ab. So. Jetzt holen wir erstmal unsere Fracht ab. Wir sind in, ich glaube, in Palermo. Ja, und ich wollte mal wieder ein Renault fahren. Ist ja auch ein schönes Autochen, ne? Wir müssen hier drunter durch, ja. Wir müssen ja irgendwas machen. Ich bin schon mal überlegen, mal ein neues aufzubauen. Also ein ganz neues Profil von ganz vorne bei Null anzufangen mit schnellen Aufträgen und dann so langsam hocharbeiten. Mal gucken. Das hätte fast am Lack gekratzt, ne? So. Was? 183 Kilometer holen wir unsere Fracht ab? Na, das wird ja lustig. Das heißt, wir fahren bis dahin leer und ich kann euch zuquatschen. Ich habe gestern einen Kommentar gelesen in meinen Profilen, also unter einem der Videos. Da habe ich auch zuerst gedacht, was läuft eigentlich falsch bei dir? Da war dann so nach dem Motto, ja, ein Like hast du ja nicht verdient wegen dem Equipment. Was hat das Equipment bitteschön damit zu tun, ob dir ein Video gefällt oder nicht, ganz ehrlich? Mal abgesehen davon, ob du likest oder dislikest, das bringt mir gar nichts. Ich kann bei YouTube nicht monetarisieren, da verdiene ich nicht einen Cent mit. Das ist also, ja, absoluter Blödsinn. Mehr sage ich dazu mal nicht. Vielleicht mal drüber nachdenken, bevor man so einen Schwachsinn schreibt, ey, ganz ehrlich. So, können wir hier durch, ja. Ich habe nicht geguckt, dass unsere Fracht 183 Kilometer weit weg ist. Fuck. Gut, wie dem auch sei, dann fahren wir eben leer zu unserem Standort. Was ist denn da hinten? Was leuchtet denn da so schön? Ach, die Sonne. Ich könnte schwören, ich hätte die Fracht aus Neapel gewählt. Aber okay, wir schauen mal. Habe ich mich halt verguckt. Wie gesagt, leichtes Kopfdröhnen. Schon Tablette genommen, muss ja sein. Ey, Kaffee hier am Start, auch wichtig. Dann bin ich immer am Gucken nach Mods bezüglich neuer Iveco, neuer MAN. Mach auf, Papa kommt. So. Aber klingt gut. Also der Renault gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Schöner LKW. Ja, und jetzt hoffen wir, wie gesagt, MAN die neuen. Da ist ja auch das ganze Cockpit komplett anders. Und die neuen Iveco sind wohl so auch nicht. Ich muss mal gucken. German Truck Driver hat dazu ein Video gemacht. Der durfte das Ding nämlich Probe fahren, den Iveco. Alter, warum habe ich nicht geguckt, wie weit die Fracht weg ist? Das ist doch unglaublich. Aber wie man sieht, auch mit einem günstigen Equipment oder einem billigen in Anführungszeichen, kann man Videos machen. Mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt so dieses Video hier seht, so mit dem Lenken und so weiter, wenn man jetzt meine anderen Videos nicht gesehen hat, wer will mir sagen, was ich hier für ein Lenkrad dranhängen habe? Was für ein Mikrofon ich benutze? Welche Kamera ich dran habe? Was für ein Prozessor? Absoluter Schwachsinn, ganz ehrlich.
Da kann man wirklich nur sagen, ja, wenn es dir nicht gefällt, guck was anderes. Mag sich arrogant anhören, aber man muss heutzutage so vorgehen. Das ist so. Wem es nicht passt, tschüss. Ob man viel Abonnenten hat oder wenig, das ist doch scheißegal. Es geht mir ja nicht darum, viele Abonnenten zu kriegen. Natürlich hat man ein gewisses Ziel, dass man sagt, oh, ich möchte dieses Jahr 500 erreichen oder so. Aber letztendlich mache ich es, weil ich Spaß dran habe. Und nicht, weil ich jetzt sage, so, ich will da jetzt aber reich mit werden. Das klappt sowieso nicht. Nehmen wir mal das Beispiel von True Farming, der Tino, also McManus, hat in einem Stream letztens mal gezeigt, weil auch gesagt wird, oh, mit Twitch, da verdienst du so viel Geld und so weiter. Und da hat er mal die Abrechnung gezeigt vom Monat Februar. Das muss man sich vorstellen, da hat er im Schnitt so, ja, 3000 bis 6000 Zuschauer hat er bei seinem Stream. Also könnte man ja meinen, oh, da wird Werbung geschaltet, der macht richtig Asche. 45 € waren es. Oder sogar noch weniger, 43 irgendwas. Um die 45 €, sagen wir mal so. Für den ganzen Monat bei den Zuschauern. So viel zum Thema, man verdient viel Geld. Nee, das ist nicht. Ich glaube, ich muss mal langsam Licht anmachen, wa? Oder? Aber eins, was er gut kann, und das habe ich bei keinem anderen, das ist tatsächlich diesen, das muss also modbedingt sein, das ist wohl drin, du kannst das Ding echt absaufen lassen. Schaffe ich bei dem hier regelmäßig, bei den anderen nicht gut, das sind, bei den anderen muss ich natürlich sagen, die LKW sind länger drin, da haben sie es vielleicht nicht eingebaut, aber hier scheint es drin zu sein, dass die Gurke echt absaufen lassen kannst und so. Fahr doch mal ein bisschen schneller, Mensch. Zwei Baguette. Oh, wie lecker. Morgen früh werde ich mir erstmal wieder 20 Schrippen holen, wa? Werden dann schön eingefroren. Und immer so zwischendurch mal, so mit Bratwurst oder so. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Meine Bratwurst und Pommes und Schrippen, das ist das, was immer im Haus sein muss. So oder so. So, wie lange haben wir denn jetzt schon verdaddelt hier ohne Frachtmensch? 7 Minuten, Hälfte der Zeit schon weg. Aber wir werden heute noch andocken. Aufsatteln. Das ist so. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt Aufzeichnungstag Samstag. Heute Abend dann zum ersten Mal auch eine Aufzeichnung für RP. Es sei denn, mein Kopf bringt mich endgültig um. Das muss man mal sehen. Ja, das ist eben. Du kannst, ich sag mal so, man kann planen, das ist soweit richtig. Aber wenn du natürlich sowas dazwischen kriegst, ne, wie, keine Ahnung, Migräne oder so ein Schwachsinn, was sich kein Mensch wünscht. Sag mal, haben die hier auch alles neu gemacht? Alter. Entschuldigung, Leute, da kommt ein Flieger rein. Ich habe Balkontür ein bisschen offen zum Durchlüften. Ich hatte mir so ein paar Schuhe gekauft, wahrscheinlich China-Import oder so. Soweit super bequem, super Laufgefühl und so weiter. Aber ja, eine Chemie steckt da drin. Also die Dinger stinken zum. Ja, wahrscheinlich habe ich daher die Kopfschmerzen. Die Teile jetzt erstmal auf den Balkon gestellt zum Auslüften. Und dann waren die mit so einem Fließzeugs umwickelt. Alter, was roch dieser Lappen nach Ammoniak, ey. Unglaublich. Ich habe schon gedacht, ich hätte in eine Hose gepinkelt oder sowas hier. Wirst dement. Schon gedacht, ja, morgen musst du los und Pampers kaufen. Nein, alles gut. Es war nicht ich. Alter, wenn du hier zu doll auf die Bremse haust, ist der weg, ey, ganz ehrlich. Warum? Ist das so? Ist das beim Realen auch so? Ist aber nur bei dem Renault, bei keinem anderen. Ich glaube, wir sind ein bisschen flott unterwegs, kann das sein?
Hallo, Polizei. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es jetzt hier ein günstiges Lenkrad ist und nur 180 Grad hat, wenn man da so mitfahren kann, wie es jetzt ist, finde ich das okay. 1080 wird irgendwann kommen, ja, aber im Moment sind andere Dinge wichtiger. Und wie gesagt, ob es nun Logitech ist oder nicht, über 200 kosten sie immer. Ich habe mir halt noch ein anderes ausgeschaut. Und da muss man mal schauen. Ich meine, ich hatte ja den Hersteller mal angeschrieben, ob sie mir eins zur Verfügung stellen. Da ist ja auch nie eine Antwort gekommen. Das haben die ja heutzutage alle gar nicht mehr nötig. Dafür habe ich jetzt wieder ein Angebot bekommen, neue Mikrofone zu testen. Das werde ich wahrscheinlich machen. Mikrofone kann man immer gebrauchen. Vielleicht kann man dann auch mal eins verlosen. Der 500. Abonnent, wenn man das denn feststellen könnte, wer der 500. Abonnent ist, der bekommt ein Mikrofon. Das wäre es doch. Das hätte doch was Schönes. Aufträge wollen wir machen. Und zwar habe ich gedacht, ich wollte hierhin nach Sassari. Das heißt, wir nehmen dieses Ding hier und fahren hier quasi auf das neue DLC. Da hat man ja anscheinend auch noch mal wieder ein bisschen was verändert, verbessert und so weiter. Und ich denke mal, dass es nicht zu eng wird. Ansonsten wird es natürlich sehr spannend. Kurzer Blick auf die Uhr, 11 Minuten. Nur no, perfekt, dann fahren wir in der nächsten. Alter Schwede. Fahren wir in der nächsten Folge dann los. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie es hier ist, finde ich die Bauernhöfe schöner. Es gibt welche bei SCS, ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ein Fehler, wo wirklich der gesamte Hof vollgestopft ist mit Gras. Kein Landwirt hat. Aber die Aufteilung finde ich irgendwie nice. Mal gucken. So, dann ja, genau. Hier ist es. Ach so, ich vergaß. Warum kann man es eigentlich nicht so einrichten, dass diese Sachen aktiv sind? Dass jedes Mal ist der Mist abgeschaltet, wenn du auch nur ansatzweise einen neuen LKW kaufst oder sonst was. Warum? 731 Kilometer mit dem Ding. Und es wird hier schon schwierig. Na, Prost, Mahlzeit. Das kann lustig werden. Ja, wir fahren jetzt erstmal vom Hof runter. 13 Minuten, 2 Minuten noch. Ist dieser übermäßig große Bleistift erstmal vom Hof runter. Dass übrigens das Mikrofon mittlerweile wieder alles aufnimmt, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Und zwar ist es ein USB-Mikrofon. Plug and Play. Der Pegel ewig zu leise. Auch wenn es einen guten Sound hat, aber es ist für einige Anwendungen einfach zu leise. Deswegen habe ich ein Equalizer-Programm dahinter, was im Hintergrund den Pegel verstärkt. Und das sorgt dafür, dass er leider jeden Scheiß aufnimmt. Ja, wie dem auch sei, wir sind im Prinzip am Ende schon wieder angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut auch bei Twitch mal bei mir rein. Da werde ich dann ab und zu mal streamen. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns morgen früh wiedersehen und wir dann erstmal versuchen, dieses Gebilde hier aus der Ausfahrt rauszubekommen, was auch noch nicht so toll wird, glaube ich. Das wird alleine schon eine Folge füllen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, tschüss, bis dahin. Übrigens, sehr schön, dass der Beifahrer sich bewegt. Schön wäre es mittlerweile, wenn der Fahrer sich auch noch bewegen würde. Außerdem wirklich neben der so kleinen. Wir sehen uns. Tschüss.